Salvete, cari discipuli. Heute geht es weiter mit der eigentlichen Gerundivkonstruktion, und zwar ist das die sechste Folge des Themas Gerundivum. Die Unterthemen sind heute: Wir schauen uns die Gerundivkonstruktion im Kontrast zum Gerundium an. Besonders in solchen Fällen, in denen sie mit Präpositionen steht, mit Objekten, also aus transitiven Verben gebildet wird, und bei Deponentien mit Ablativ. Damit wollen wir eure Kenntnisse, besonders auch für die Übersetzungsfähigkeit des Gerundivums, vertiefen. Wir starten mit einer kleinen Vorübung. Und weil das teilweise eine Wiederholung ist, darfst du selbst üben. Unterscheide Gloria Patriae Liberatae und Concilium Patriae Liberande. Jetzt bist du dran. Überlege und übersetze. Die beiden Wortgruppen der Verbaladjektive Patria Liberatae und Patria Liberandae hören sich in der Übersetzung gleich an. Der Ruhm der Befreiung des Vaterlandes, der Plan der Befreiung des Vaterlandes. Nur ist das in der Zeitabfolge natürlich doch etwas Verschiedenes. Wir bilden mal einen Zeitstrahl. Es geht jeweils darum, wann die Befreiung des Vaterlandes stattfand. Wann trat der Ruhm ein und wann wurde der Plan gefasst? Wir setzen einfach mal einen Punkt auf dem Zeitstrahl fest für die eigentliche Handlung, die Befreiung des Vaterlandes. Der Plan dazu musste natürlich vorher. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.